Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Überblick zu den einzelnen Bibelbüchern, hier zu 3. Mose, zum Buch 3. Mose, Vaikra, oder Er rief. Also das erste Wort im Leviticus, lateinisch. Verfasser Gott, Schreiber Mose, Thema Heiligkeit. Das dritte Buch Mose ist der Anbetung des erlösten Volkes Gottes gewidmet, was aus der häufigen Erwähnung der Worte, die sich auf die Heiligkeit und das Opfer beziehen, hervorgeht. In der hebräischen Bibel wird, also im masoretischen Text, wird dieses Buch nach den ersten Worten genannt, Vaikra. Was bedeutet, und er rief. Der Titel Levitikus findet sich in der Septuaginta und gründet sich auf den Namen Levi, der einer der 12 Stämme Jakobs war. Also Israel. 1. Mose 46, Vers 1 bis 27. Der Wortschatz der Opfer ist bezeichnend für das Buch Priester. Das Wort Priester ist eine unmögliche Übersetzung ins Deutsche. Ist völlig falsch, es müsste heißen Heiliger. Ich habe auch ein YouTube über diese Pseudo-Übersetzung des Wortes Priester gemacht. Könnt ihr dort in meinem Kanal Hans-Peter Webb nachschauen. Ihr könnt auch den Kanal ja am schlausten abonnieren. Blut und Gabe kommen sehr häufig vor. Kadosh übersetzt Heiligkeit oder heilig erscheint mehr als 150 Mal. Beachte auch den wiederholten Befehl, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das dritte Buch Mose, Einteilung, Opfer, Kapitel 1 bis 7, Weihe, Kapitel 8 bis 10, Reinheit, Heiligkeit, 11 bis 15 und 17 bis 22. Dazwischen haben wir das bekannteste Kapitel eventuell, der Yom Kippur, der Versöhnungstag, Kapitel 16. Die Erklärung des Versöhnungstages findet ihr dann am besten in der Betrachtung über den Hebräerbrief. Vielleicht kommt das dieses Jahr noch. Gesetze über Regelung der persönlichen Beziehung in dem erlösten Volk, Kapitel 18 bis 20. Gesetze über das Priestertum und die 7 großen Feste des hebräischen Kalenders, weitere Gesetze. Und hier eine gute Betrachtung von Roger Liebi, Erlingsbach. Gute Unterteilung, lest das einfach durch. Am besten schreibt es direkt ab, so wie ich solches auch mache. Direkt abschreiben in eure Bibel, Bibelhandbuch, wie auch immer. Ich mache das in meine durchschossenen Bibeln. Wenn ihr nicht wisst, was eine durchschossene Bibel ist, wie man die herstellt, schreibt mir einfach. Ich werde es euch dann zeigen. So, im Herrn Jesum wünsche ich euch fruchtbares Studium dieses wunderbaren Buches, 3. Buch Mose. Und ich werde im Anschluss an das YouTube diesen Artikel verlinken und noch weitere Hinweise zum 3. Buch Mose. Im Herrn Jesum Christum, einen guten Tag.